Das Oldenburger Land. Es erstreckt sich von der Nordsee bis zu den Dammer Bergen. Abwechslungsreich und von einzigartiger Schönheit. Auch am Wattenmeer mit dem stetigen Wechsel der Gezeiten hat das Oldenburger Land Anteil. Wälder, Weiden, Windmühlen, Parks und Gärten geben dieser Region seinen ganz besonderen Charakter. Im Herzen des Oldenburger Landes liegt die einstige Residenzstadt Oldenburg. Heute eine moderne Großstadt mit Universität, zahlreichen Sehenswürdigkeiten und einem vielfältigen kulturellen Angebot. Hier befindet sich die Vertreterin der regionalen Belange des Oldenburger Landes in Niedersachsen, die Oldenburgische Landschaft. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Land schafft Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Nach der kleinen Reise durch das Oldenburger Land sind wir hier in Oldenburg in der Gartenstraße 7 angekommen. In diesem wunderschönen Gebäude befindet sich die Geschäftsstelle der Oldenburgischen Landschaft. Die wollen wir Ihnen heute vorstellen. Wo, wenn nicht hier, sollte die Oldenburgische Landschaft ihren Sitz haben? In einer historischen Villa an der Gartenstraße. Der klassizistische Kernbau aus dem Jahre 1824 ist mehrfach umgebaut worden. Der Fassadenschmuck sowie die Veranda aus Gusseisen und Glas sind eine Rarität. Die Oberlichter der Fenster wurden passend zur feingliedrigen Ausführung der Veranda mit mehreren eng aneinandergesetzten Kreuzsprossen umgestaltet. Die Verwendung von Rundbögen und die Ausgestaltung von Loggien erinnern an italienische Architekturformen. Ein Haus, das Geschichte und Modernität wunderbar vereint. Schön, dass Sie da sind. Sie sind hier nach oben. Begrüßt werde ich von dem Präsidenten der Oldenburgischen Landschaft, Uwe Meiners. In Oldenburg geboren, im Ammerland aufgewachsen, lange Zeit am Schlossmuseum Jever und dann Direktor des Museumsdorfs Kloppenburg, fühlt er sich dem Oldenburger Land mit all seinen kulturellen Schätzen sehr verbunden. Er erklärt mir, was die Oldenburgische Landschaft ist und welche Aufgaben der Präsident hat. Die Landschaft hat sich selbst drei Maximen gegeben: Kultur fördern, Natur schützen, Tradition pflegen. Aber wer nun glaubt, damit würde nur ausschließlich ein konservierender Anspruch verfolgt werden, der versteht die Aufgaben der Oldenburgischen Landschaft nicht ganz richtig. Denn wir stehen ja bedingt durch die Herausforderungen der Gegenwart, man denke nur an die Umweltproblematik, man denke an das Klima, man denke an Themen wie Migration, dann stehen wir vor ganz großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und denen will sich die Landschaft auch stellen. Und damit in die Arbeit der Oldenburgischen Landschaft einbinden. Das wäre, so eine, finde ich, eine sehr interessante Frage. Der Präsident hat eigentlich, Frau von Dankelmann, das schönste Amt im Oldenburger Land. Es ist ein Ehrenamt. Man kann in diesem Ehrenamt auch einiges bewegen und diesen Anspruch hoffe ich auch einlösen zu können, dass wir uns wirklich aktuellen Herausforderungen auch stellen. Aber ein Präsident alleine kann kaum etwas bewegen. Wir haben, wie ich finde, einen hervorragenden Geschäftsführer und wir haben ein ganz, ganz tolles Team in unserem Hause der Landschaft. Und das ist es, das Team, das sich in Oldenburg und an einigen Außenstandorten tagtäglich um das historische und kulturelle Selbstverständnis des Oldenburger Landes und seiner Menschen kümmert. Hallo, ich bin Susanne Wege und arbeite hier im Sekretariat für unseren Präsidenten, Herrn Professor Dr. Uwe Meiners, und betreue unter anderem unsere Arbeitsgemeinschaften. Mein Name ist Karin Janssen. Ich mache hier bei der Oldenburgischen Landschaft die Buchhaltung. Fotos sind Zeitzeugen.
Die oldenburgische Landschaft hat mittlerweile einen Bestand von mehr als 100.000 Fotos, Dias, Negativen aus dem Bereich des oldenburgischen Landes. Diese zu digitalisieren, um sie zu einer einheitlichen Datenbank zusammenzufassen, ist meine Aufgabe. Mein Name ist Holger Topf. Ja, hallo, mein Name ist Regine Schulze, bin erst seit kurzem dabei in diesem tollen Team und meine Aufgaben umfassen den Empfang, das Sekretariat, allgemeine Verwaltungsaufgaben und die Organisation. Moin erstmal, mein Name ist Günther Harms und ich bin hier in der Landschaft damit beschäftigt, Nachlässe zu verwalten, einzupflegen und ins Archiv zu sichern. Wenn es um Kulturförderung geht, sind Sie bei mir, Kirsten Jacobs, genau richtig. Mein Name ist Matthias Struck und ich kümmere mich hier um unsere Archive und Akten, um die Adress- und Mitgliederverwaltung. Ich stelle die Kurzmeldungen für unsere Zeitschrift zusammen und habe noch verschiedene andere Aufgaben. Anja Marak, die eine Hälfte von Kulturnetz Jadebusen, einem Kooperationsprojekt landkreisübergreifend Friesland und Wesermarsch. Ich bin zuständig für den Landkreis Friesland. Es ist ein Projekt, bei dem es um die Wahrnehmung der Kultur und der Kulturschätze der Region Wesermarsch und Friesland geht. Alex Niemitz, die andere Hälfte von Kulturnetz Jadebusen und Ansprechpartner für die Wesermarsch. Und wir machen das kulturelle Angebot im ländlichen Bereich sichtbarer. Ganz oben im Haus treffen wir Stefan Meyer. Er kommt gerade mit seinem Dackel Feodora zum Dienst. Sein Büro lässt schon erkennen, wie bunt und vielfältig sein Arbeitsgebiet ist. Hier dreht sich alles ums Plattdeutsche. Sein Credo, keine Zukunft ohne Herkunft. Als lebendes Beispiel für Zweisprachigkeit erklärt er uns, dass Plattdeutsch, gerade auch bei jungen Leuten, ein sehr beliebtes Ausdrucksmittel ist. Zum Beispiel bei Plattsounds. Plattsounds ist ein Musikwettbewerb für junge Musikerinnen und Musiker, der einfach vermarkt hat, eher Musik mal auf Platt zu machen. Also Hip-Hop, Punk, alle Musikrichtungen, die man sich vorstellen kann. Amateurmusiker bis 30 Jahre alt, Einzelmusiker und Musikerinnen, Singer-Songwriter, die einfach mal ja, die große Bühne auf Platt haben wollt, sozusagen. Die können sich bei Plattsounds bewerben. Es findet einmal jährlich statt, wird von den Landschafts- und Landschaftsverbänden in Niedersachsen organisiert, wandert durch Niedersachsen und ist so ein Baden Day Eurovision Song Contest auf Plattdütsch. 2020 hat eine Band aus Wilhelmshaven, Majanko, mit dem Song Wies gewonnen. Na, zähl mich nicht hoch und rief mich nicht los, ich bin hier und ich star. Ein ähnlich junges Format ist das Plattart-Festival für neue niederdeutsche Kultur. Es soll Plattdeutsch als Lebensgefühl wieder zurück in die Stadt bringen und auch Menschen ansprechen, die nicht mit Plattdeutsch aufgewachsen sind. Und dann gibt es noch eine coole Image-Kampagne, um die moderne und zeitgemäße Seite der Sprache Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Wir machen ganz viel Material, was wir zusammen mit der Landesschulbehörde erstellen. Didaktisches Material für Lehrkräfte an den Schulen, Postkarten, niedrigschwellig angefangen, mittlerweile immer mehr didaktisches Material, dass wir so ein Thema haben. Dit Jahr ist das die Feuerwehr, Brandschutz und all sowas. Du hast ein Lütchen Bauchbüro kommen und die Schulen können halt das Material bei uns nachbestellen. Auf meine Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz der plattdeutschen Sprache kommt ein flammendes Plädoyer dafür, diese Sprache zu erhalten. Wir brauchen einfach eine regionale Identität, die sich auch anhand der Sprache zeigt. Ich kann Börsenmakler in New York werden oder Immobilien in Sydney verkaufen. Das ist all egal. Wenn ich weiß, wo meine Wurzeln sind, dann kann ich auch groß werden als ein Eichbaum und meine Äste ausschlagen. Und dazu gehört neben regionaler Identität auf jeden Fall eben auch die Sprache, die dankenswerterweise ja auch schon seit 20 Jahren in der Europäischen Charta für regionale Minderheitensprachen geschützt wird. Also wie Brug Plattdütsch. Wie sind Edo, wie schnack Platt, wie sind Liesch, wie könnt Platt. Moin, ich bin Henk Wolf, ich arbeite für Zieltask, der ist toll von Zieltalound. Ja, komm doch ins Ohr.
Ich würde mich freuen. Haben Sie das verstanden? Das ist Saterfriesisch. Henk Wolf ist für die oldenburgische Landschaft als wissenschaftlicher Beauftragter für diese Sprache tätig. Saterfriesisch ist eine ganz, ganz kleine Sprache. Es ist die Sprache des Saterlandes. Und es ist eine friesische Sprache, genau wie Westfriesisch in den Niederlanden und Nordfriesisch in Schleswig-Holstein. Es gibt bloß 2000 Menschen, die das sprechen können. Das ist nicht viel, ne? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Wir sind Oldenburg, das Land. Menschen erzählen. So fängt er an, der Podcast der oldenburgischen Landschaft, in dem Menschen über ihre Tätigkeiten und über kulturelle Ereignisse im Oldenburger Land erzählen. Dann erzähle ich einfach mal über die unpolitischen Orte. Du hast ja schon. Ich fand es wichtig, dass die vielen Menschen, die für das Oldenburger Land arbeiten oder im Oldenburger Land tätig sind, teilweise ehrenamtlich und wirklich mit hohem Engagement, ich fand es wichtig, dass die nochmal anders dargestellt werden als nur in Anführungszeichen im Kulturland. Und ich dachte, wir brauchen nochmal irgendwie eine Möglichkeit, um sie wortwörtlich zu Wort kommen lassen. Und so kam dann die Idee, einen Podcast zu machen. Und der heißt ja nun auch Menschen erzählen und darum geht es. Ich treffe mich mit einer Person, die erzählt, was sie tut, warum sie es tut, was sie motiviert. Die oldenburgische Landschaft ist das Sprachrohr für das historische und kulturelle Selbstverständnis des Oldenburger Landes und seiner Menschen. Dazu gehört auch, über Aktuelles und Interessantes zu informieren. 4-mal im Jahr erscheint das Magazin Kulturland Oldenburg mit Berichten aus dem Oldenburger Land. Es ist erhältlich in allen großen Kultureinrichtungen sowie im Abonnement. Mitglieder bekommen es kostenlos per Post. Die Redaktion besteht aus mehreren Mitarbeitenden der Geschäftsstelle. Sie entscheiden über die Inhalte und die Beitragsauswahl. Wir berichten über das Kulturgeschehen im Oldenburger Land, über Kultur-, aber auch Naturschutzthemen. Wir wollen ein möglichst breites Spektrum abbilden und wir wollen gerne aus der Perspektive unserer MitgliederInnen und Beteiligten berichten. Das heißt, wir fragen immer vor Ort an, Sie haben gerade dieses Projekt oder Sie machen gerade diese Ausstellung oder Sie sind gerade da und da involviert, wollen Sie nicht darüber berichten? Und die meisten wollen das gerne und ich bin dann dafür zuständig, mit denen abzusprechen, wie kann der Artikel aussehen, wie kann man den bebildern, wie kann man den inhaltlichen Schwerpunkt setzen und solche Sachen. Mein Name ist Jürgen Welp, ich bin stellvertretender Geschäftsführer der Oldenburgischen Landschaft. Ich bin zuständig für Kulturgeschichte, Geschichte fürs Oldenburger Land, für die Region und für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind als Oldenburgische Landschaft sehr nah an den Menschen hier im Oldenburger Land. Wir kennen die Kulturschaffenden, wir kennen die Kulturträger. Wir sind nah dran, will man mal sagen. Und Hannover ist weit weg. Und insofern verstehen wir uns eben auch als Sprachrohr des Oldenburger Landes, auch nach außen hin. Wir versuchen eben, die Kulturschaffenden im Oldenburger Land auch zusammenzubringen, ihnen ein Forum zu bieten und durch diese Vernetzung eben die Kultur im Oldenburger Land, nicht nur in den Städten, vor allem eben auch in der Fläche, eben fruchtbar zu machen. Zur Geschichte des Oldenburger Landes gehört auch, dass die NSDAP im Freistaat Oldenburg bereits 1932 durch Wahlen an die Macht gelangte. Damit war Oldenburg das erste deutsche Land mit einer nationalsozialistischen Regierung. Die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels ist auch ein Anliegen der oldenburgischen Landschaft. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Projekt Unpolitische Orte? Fragezeichen. Bei dem die Funktion von lokalen Sportstätten zwischen 1930 und 1970 untersucht wird. Dabei wird der Blick vor allem auch auf die Zeit des Nationalsozialismus gerichtet. Zunächst einmal am Beispiel der Hössensportanlage in Westerstede, eines bedeutenden Sportzentrums im Nordwesten Deutschlands. Die fast 100 Jahre alte Anlage blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Leiterin dieses hochinteressanten Projektes, das vom Bund mit knapp 190.000 Euro gefördert wird, ist Merle Bülter, die wir bei einem Treffen mit den Akteuren vor Ort begleitet haben. Am Anfang meiner Recherche habe ich direkt bemerkt, dass zum Beispiel auch in der Internetpräsenz der Hössensportanlage gar nicht sichtbar ist, was in den Jahren von 1930 bis 1940 passiert ist, dass das völlig ausgeblendet wird und das ist auch ein Phänomen, was man
in unterschiedlichen Sportvereinen beobachten kann, dass dieser Zeitraum einfach nicht aufgearbeitet wird. Und daran möchten wir gerne anknüpfen. Dabei ist besonders wichtig, dass das Projekt partizipatorisch angelegt ist. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende eigene Ideen mit einbringen können und an eigenen Teilprojekten arbeiten. Wir möchten das Ganze mit unterschiedlichen Quellenmaterialien untersuchen, vor Ort, damit das eben für die jungen Leute erfahr- und erlebbar wird. Die Europaschule Gymnasium Westerstede und auch der Arbeitskreis Geschichte, ein Zusammenschluss interessierter Westersteder, begrüßen dieses Projekt sehr. Wir sehen das ja allenthalben in der Gesellschaft, dass die Diskurse immer polarisierender werden. Und es ist natürlich uns ein Anliegen, da entgegenzusteuern und unsere Schüler so in die Lage zu versetzen, eigene Urteile zu fällen, dass man eben sicherlich nicht eins zu eins aus der Geschichte lernen kann, aber doch gewisse Strukturen und gewisse Problemlagen aus der Vergangenheit dann eben nicht so in die Zukunft trägt. Und von daher ist geschichtliches Lernen und wenn es dann noch am eigenen Standort erfolgen kann, glaube ich, ein ganz gutes Instrument, um da ein bisschen Vorbeuge zu betreiben. Dann natürlich die regionalgeschichtlichen Bezüge für die Schüler. Sie lernen ihre Heimat kennen, lernen historische Fakten auch einzuordnen. Und eine Sache, die man natürlich nicht unterschätzen darf, das Seminarfach hat auch zum Inhalt das wissenschaftspropädeutische Arbeiten. Das heißt also, die Schüler sollen eben lernen, ja, wie geforscht wird, wie wissenschaftlich gearbeitet wird. Und das lässt sich an so einem konkreten Projekt eben auch wunderbar durchführen. Da sind wir jetzt ganz froh, dass wir, ja, ich glaube, auch partizipieren können an dem Projekt der Oldenburgischen Landschaft. Denn die Verbindung zur Schule und eben auch anderen, hier den Vereinen zurzeit, legen eigentlich nahe, dass wir hier auf der Westersteder Ebene uns diesem Thema einmal intensiv widmen. Zurück zur Oldenburgischen Landschaft. Ich bin Sabrina Colata, ich kümmere mich um die kulturelle Bildung und setze beispielsweise regionale Themen für den Unterricht in der Schule um. Ob bei der Themenfindung, Recherche oder Kontaktherstellung, bei Seminar- oder Abschlussarbeiten, sie unterstützt gerne. Auch betreut sie den Förderkreis für Studierende, Forschung regional. Sie hat uns eingeladen, an der Preisverleihung 2021 im Landesmuseum Natur und Mensch in Oldenburg teilzunehmen und erzählt uns dort, wofür diese Auszeichnung vergeben wird. Ja, das ist ein Preis für Nachwuchswissenschaftler, für alle diejenigen Studentinnen und Studenten, die sich mit einem regionalen Thema, also einem Thema aus dem Oldenburger Land, in ihrer Abschlussarbeit beschäftigt haben. Abschlussarbeiten, das sind ja heute Bachelor- und Masterarbeiten. Und all diejenigen, die diese Voraussetzung erfüllen, können sich gerne bei uns bewerben. Egal aus welcher Fachrichtung, wir freuen uns über alle Einsendungen. Den Preis, den gibt es seit 2014, da haben wir diesen Preis ins Leben gerufen und ja, möchten dafür auch eine Art Anreiz schaffen, um sich mit regionalen Themen in der Abschlussarbeit zu beschäftigen. Diesmal konnten sich zwei Absolventinnen über den Preis freuen. Isabel Averdam legte ihre Masterthesis aus dem Bereich Städtebau vor. Sie hat sich mit alternativen Wohnprojekten beschäftigt und eine fiktive Reihenhaussiedlung auf dem Grundstück des Coca-Cola-Werks in Oldenburg-Bümmerstede entworfen. Preise haben ja immer den Effekt, dass man eine Anerkennung erfährt und Anerkennung ist bekanntlich sehr förderlich, was die Motivation angeht. Also es ist einfach total schön, etwas zu entwickeln und es ist so viel Arbeit, was in so eine Arbeit reinfließt und dass sich dann wirklich auch Leute dafür interessieren und sich das anschauen möchten und das dann auch noch schätzen, das ist einfach ja, für mich ein Motivationstreiber, auch weiterzumachen in dem Gebiet und zu wissen, dass sich da auch Leute für interessieren, die nicht unbedingt aus dem Architekturbereich kommen, sondern auch die Kultur fördern möchten. Also, und damit wird gezeigt, dass meine Arbeit einen kulturellen Wert hat, was sich sehr schön anfühlt. Christina Dick erhielt die Auszeichnung für ihre Bachelorarbeit über ein Herbarium aus dem Bestand des Landesmuseums Natur und Mensch. In akribischer Detektivarbeit erforschte sie die Entstehung der Pflanzensammlung und deren Weg nach Oldenburg. Darüber hinaus prüfte und digitalisierte sie alle 174 darin enthaltenen Funde. Also ich denke, das Wichtigste daran ist, dass eben gezeigt wird, dass auch Forschung, die wirklich hier vor Ort gemacht wird, ohne dass man irgendwie einen großen Sprung gemacht hat, dass die auch ausgezeichnet wird.
und dass eben die Forschungsthemen quasi vor der Nase liegen eigentlich. Landschaftspräsident Uwe Meiners ermuntert junge Menschen, regional zu forschen und ihre Arbeiten auch in Zukunft einzureichen, um damit öffentliche Wirkung zu erzielen. Die Landschaft begreift sich ja nicht nur als rückwärtsschauende Einrichtung, sondern auch als nach vorne schauende Institution. Und in diesem Sinne halte ich es für ganz besonders wichtig, dass die oldenburgische Landschaft an dieser Stelle Akzente setzt und junge Menschen in ihren Arbeiten unterstützt. Nach diesem Ausflug ins Museum treffen wir in der oldenburgischen Landschaft denjenigen, der für alles hier verantwortlich ist und alles zusammenhält, der Geschäftsführer Michael Brandt. Der Kunsthistoriker ist seit 1995 in verschiedenen Positionen bei der oldenburgischen Landschaft tätig und seit 2005 deren Geschäftsführer. In dem Dreiklang der Aufgaben sieht er aktuell einen neuen Schwerpunkt. Wir sind ein Verband nicht nur für Kultur und Traditionspflege, sondern eben halt kümmern uns auch um Natur und Umwelt. Da haben wir in den letzten Jahren erstmal vielleicht nicht ganz so viel getan, weil es da schon sehr viele Verbände gibt, die sich da engagieren. Aber jetzt gerade in jüngster Zeit engagieren wir uns dort auch wieder sehr stark, auch mit einem Projekt namens Naturkika. Da geht es um die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Entdeckung ihrer näheren Lebensumwelt, einen Blick zu werfen auf die schwindende Artenvielfalt, die wir täglich, wenn wir genau hinschauen, selber beobachten können. Petra Valentowitz ist mein Name und ich leite das Projekt Naturkika, das dazu einlädt, die heimischen Tier- und Pflanzenarten kennenzulernen und zu beobachten und sie gemeinsam zu erhalten und zu fördern. Das Bestreben der oldenburgischen Landschaft ist es, nicht nur zu fördern und zu beraten, sondern Menschen mit unterschiedlichen Fachkenntnissen und Blickwinkeln, Hauptamtliche wie Ehrenamtliche, miteinander zu vernetzen. Ganz wesentlich sind hier zum Beispiel die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften, aber auch Einzelpersonen, die sich mit der Forschung und Gestaltung kultureller Entwicklungen befassen oder sich dem Naturschutz widmen. Ehrenamtlichkeit spielt bei uns eine große Rolle. Wir sind ja nur ein sehr kleiner Kern von hauptamtlich Beschäftigten, hier hauptsächlich hier in der Geschäftsstelle und an unseren Außenstandorten, die wir mittlerweile haben, für bestimmte Projekte. Aber das Ehrenamt ist für uns sehr wichtig. Unsere Arbeitsgemeinschaften, unsere Fachgruppen, Vorstand, Beirat, also alle sonstigen oder alle Gremien der Landschaft sind mit Ehrenamtlichen besetzt. Und nicht nur einfach besetzt, dass sie da sitzen, sondern gerade in den Arbeitsgemeinschaften wird unheimlich viel geleistet. Schönes Beispiel, aktuelles Beispiel für ein wahnsinniges ehrenamtliches Engagement ist das Engagement der Arbeitsgemeinschaft Denkmalpflege. Dort namentlich, ich sage das hier mal wirklich, weil er das mit wahnsinniger Willen und Emotion macht, ist Volker von Hagen, der sich für den Erhalt der Gleishalle im Oldenburger Hauptbahnhof einsetzt. Das könnten wir ohne solche Ehrenamtlichen, ich sage jetzt wirklich mal, Kämpfer überhaupt nicht leisten. Nachdem wir nun so viel über das Wirken der oldenburgischen Landschaft in heutiger Zeit gehört haben, ist es Zeit für einen Blick auf ihre Geschichte. Das Oldenburger Land war bis 1946 selbstständig. Danach wurde es dem Land Hannover als Verwaltungsbezirk zugeordnet. Schon 1954 forderten die Oldenburger die Gründung eines Landschaftsverbandes. Da dieser Wunsch zunächst nicht durchzusetzen war, wurde 1961 auf Initiative der oldenburgischen Kommunen die Oldenburg Stiftung e.V. gegründet. 1974 beschloss der Niedersächsische Landtag die Gründung der oldenburgischen Landschaft als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Am 8. Februar 1975 wurde sie feierlich im Oldenburgischen Staatstheater vollzogen. Der Präsident der Oldenburg-Stiftung und später der Oldenburgischen Landschaft war Dr. Heinrich Bergmann. Ihm folgte Horst Günther Lucke als Präsident von 1991 bis 2012. Dem heutigen Ehrenpräsidenten der Oldenburgischen Landschaft lag die Pflege und Förderung von Kultur besonders am Herzen. Mit diplomatischem Gespür und strategischem Geschick hat der kulturaffine Wirtschaftsfachmann in seiner fast 22-jährigen ehrenamtlichen Präsidentschaft die Sinne für die Kultur als gesellschaftsrelevanten Faktor geschärft. Dies war eine Aufgabe, die sozusagen uns gefordert hat. Und die Frage war natürlich, wie können wir sozusagen uns nach außen darstellen, das ist ja die heutige Aufgabe auch noch, Werbung
für das Oldenburger Land zu machen. Wir sind ja, hat damals bei der Einrichtung der Körperschaft des öffentlichen Rechts, gab es ja einen Festakt, da wurde das auch gesagt, wir sind ja das Kulturparlament des Landes Oldenburgs. Wichtig ist natürlich für alle Beteiligten, man muss die Liebe zum Oldenburger Land muss man haben und das Engagement dafür haben. Auf Lucke folgte von 2012 bis 2019 Thomas Kossendey im Präsidentenamt. Dank seiner Erfahrungen, seines Engagements und seiner Leidenschaft für die Erhaltung der Kultur und der Identität der Region hat Thomas Kossendey neue, wichtige Impulse gesetzt und gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen. Das Oldenburger Land wird von verschiedenen Veränderungen betroffen sein. Die Menschen im Oldenburger Land werden älter, sie werden wahrscheinlich weniger. Und die Gesellschaft wird insgesamt bunter werden. Und das waren eigentlich drei Punkte, unter denen ich meine Arbeit bei der Landschaft gestellt habe. Bunter, das heißt natürlich, wir haben mittlerweile im Oldenburger Land 25% Menschen mit Migrationshintergrund. Wo sind die eigentlich in unsere Strukturen eingebunden? Welche Angebote machen wir ihnen, an unserer Kulturveranstaltung teilzunehmen? Und wenn ich an einen Wandel denke, der noch dazukommt, der Klimawandel, was wird das für das Oldenburger Land bedeuten? Wir sind ja ein Küstenland. Wie wird das mit den Deichen? Wie wird das mit den Strukturen hinter den Deichen? Was wird die Digitalisierung fürs Oldenburger Land bringen? Alles Dinge, die wir damals zusammengefasst haben in einem Projekt Oldenburg im Jahre 2050. Was wird sich bis dahin wie ändern? Dass die oldenburgische Landschaft fortschrittliche Wege geht, zeigt sich auch an der modernen Version der Hymne Heil dir, O Oldenburg, für Jazz-Big Band geschrieben von dem Dirigenten Thomas Stankow. Die Uraufführung erlebte Cäcilie Mietz Oldenburg bei der Landschaftsversammlung zur Wahl des jetzigen vierten Präsidenten Uwe Meiners im Jahr 2019. Mit ihm steht erstmals ein Wissenschaftler an der Spitze der Körperschaft. Und damit schließt sich der Kreis zu heute. Mit dem gesellschaftlichen Wandel verändern sich auch die Themen der oldenburgischen Landschaft. Auch der jetzige Präsident Uwe Meiners setzt wieder neue Akzente. Wir stehen an dieser Stelle vor großen Migrationsbewegungen. Neue Menschen, neue Bürgerinnen und Bürger kommen zu uns, junge Menschen, ältere Menschen. Und es gilt, diese eben auch für die Belange des Oldenburger Landes, für die kulturellen Highlights dieser Region zu integrieren, die eigene mit der fremden Kultur zu verzahnen und somit neue Wege zu beschreiten, dass niemand sich im Oldenburger Land ausgegrenzt fühlt. Das ist also eine wichtige Maßnahme, der wir uns verpflichtet fühlen, Menschen zu integrieren. Heimat in einem offenen Sinne zu begreifen und nicht in einem ausgrenzenden. Ich glaube, zu diesem Inhalten muss die Landschaft auch konsequenter stehen, auch in der Zusammenarbeit, zukünftigen Zusammenarbeit mit jüngeren Menschen, die wir durch die Zusammenarbeit mit Schulen sehr viel stärker an die Belange dieser Landschaft, an die kulturellen Belange, an die kulturellen Highlights dieser Region heranführen möchten. Und das sehen wir immer wieder bei jungen Menschen, die auch tätig sind als Praktikanten oder im Rahmen des Freiwilligen Kulturellen Jahres, was bei uns auch absolviert werden kann, wie begeisterungsfähig junge Menschen sind. Und das liegt an uns, diese Begeisterung zu erzeugen. Das dürfen wir nicht von vornherein erwarten. Und da sehe ich auch Defizite, die wir beheben müssen und an denen wir zukünftig intensiv arbeiten wollen. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen und für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Land schafft Kultur.